Du kannst vielleicht einen Esel besitzen. Aber darfst du deinen Esel verbrennen? Darfst du nicht. Weil du hast ihn nicht erschaffen. Das gehört dir nicht. Das ist nur ein Mittel. Eigentum für dich begrenzt. Du darfst ihn nur reiten. Nur ausnutzen, dass er dir ein paar Sachen transportiert. Mehr nicht. Verbrennen darfst du ihn nicht. Aber Allah darf uns verbrennen. Warum? Weil wir gehören ihm. Er hat uns erschaffen. Er hat uns zur Welt gebracht. Er weiß, was uns nützt. Ich brauche Feuer, damit meine Sünden weggehen. Ich schaffe das nicht in Ramadan. Das geht nicht. Ich habe das nicht geschafft. Diese Barmherzigkeit, diese Gnade, dieses Segen, was er erschaffen hat, was er mir geschenkt hat, habe ich nicht geschafft. Deswegen, ich brauche Feuer. Das ist Gerechtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Hülle erschaffen, damit die Gerechtigkeit stattfindet. Eure Rücken sind beschwert. Nicht nur Schulter, voll mit Sünden, sondern Rücken sind beschwert. Durch eure Lasten. So entlastet sie durch eure lange Niederwerfung. Sujud, lange machen. Wirft euch nieder. Wir kommen dazu jetzt zu Sujud und zu Imam Ali a.s. und seinem Sujud in diesen Tagen. Guck mal, diese besten Stunden verließ Imam Ali a.s. das Leben. Bismillah, ich werde das nicht weiter, weil es ist viel zu lange. Damit wir inshallah die nächste Khutbah das weitermachen können. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد